Hallo ihr Lieben. Ich komme gerade von der Besorgungstour wieder, deswegen sitze ich im Auto und ich habe mir gedacht, spontan, mach mal die Kamera an. Ich stehe ja nicht so gerne vor der Kamera, deswegen ist das gar nicht so einfach für mich, aber ich dachte mir, dass ich vielleicht mal ein paar Worte an euch loswerden muss. Und zwar seht ihr jetzt gleich das Shooting oder das erste Shooting für unseren neuen Kalender für 2020, was wir jetzt gemacht haben dieses Wochenende und ja, gestern haben wir auch schon ein paar Bilder davon gepostet, auf unserer Facebook-Seite. Bei Instagram habe ich ebenfalls ein paar Bilder gezeigt und ja, in ein, zwei Foren hat Arne auch noch mal davon gepostet und da kam nicht nur positive Resonanz, sondern auch recht negative und dazu möchte ich eigentlich gerne mal was sagen. Und zwar war das Erste, was kam von mehreren Frauen, dass ja interessant wäre, dass Arne mich dazu zwingen würde, vor allen Dingen irgendwie irgendjemand sagte auch, seine Angestellten dazu zwingen würde, sich im Wald auszuziehen, nur um ein bisschen Promo zu machen. Und ob das denn sein müsste, dass man solche Bilder machen muss und so weiter und veröffentlichen muss. Ja, da muss ich zu sagen, finde ich echt extrem lustig, dass in so einer extrem emanzipierten und freizügigen Zeit wie heute. Ich habe da gestern ein paar Mal angesprochen auf Game of Thrones und was da nicht alles im Fernsehen läuft. Wenn ich mir Berlin Tag und Nacht ansehe, wie da mit Frauen umgegangen wird und wie das Frauenbild dargestellt wird, muss ich dann schon schmunzeln, dass man bei so leicht bekleideten Bildern, die eigentlich völlig in Ordnung sind und überhaupt nicht über irgendwelche Grenzen überschreiten, für mich jedenfalls, solche Sachen hören muss. Finde ich schon sehr schade und sehr lustig eigentlich fast. Zum Zweiten zwingt Arne mich zu überhaupt gar nichts. 90% oder ein Großteil der Fotoideen oder wie wir das machen mit der Kulisse sind sogar meine Ideen. Und Arne hat mich gefragt, möchtest du im Kalender wieder vorkommen? Sollen wir ein Model buchen? Wollen wir überhaupt einen Kalender machen? Das haben wir euch ja auch mehrmals gefragt. Also ganz und gar nicht kommt das von Arne. Alles, was wir machen, machen wir gemeinsam. Und wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, so ein öffentliches Leben, sage ich immer, zu führen. Euch mitzunehmen und mittlerweile führe ich ja auch den Instagram-Account und zeige euch da auch sehr viel aus meinem persönlichen Leben, nehme euch überall mit hin. Also wir haben uns da beide gemeinsam zu entschlossen und führen das alles gemeinsam, haben auch keine Geheimnisse voneinander, es wird alles vorher miteinander abgesprochen. Also absoluter Blödsinn. Der zweite interessante Punkt war, dass ich auf dem Foto ja keine PSA tragen würde. Auch da muss ich wieder extrem schmunzeln. Erstens waren wir in einem öffentlichen Wald der niedersächsischen Landesforsten. Da schneide ich nicht rum. Davon mal ganz ab. Da habe ich gar kein Recht zu. Zum Zweiten, sind das Kalenderfotos. Es ist ein Shooting für einen Kalender. Das ist auch eindeutig zu sehen. Das ist auch eindeutig zu sehen, dass dort niemand arbeitet. Viele von euch oder von denen, die das da kommentiert haben, haben sicherlich entweder schon mal einen Stielkalender zum Beispiel gesehen oder sogar selber sich aufgehängt. Und das war mein beliebtes Beispiel gestern, dass sich da überhaupt keiner drum kümmert, dass da eine Frau auf Schlüppi, habe ich gestern so schön gesagt, mit dem Freischneider am Strand steht. Erstmal macht die ganze Situation keinen Sinn. Was will sie mit dem Freischneider am Strand? Davon mal ganz ab. Da ist auch keine PSA vorhanden. Also Leute, das ist total affig, solche Kommentare abzugeben. Natürlich trage ich keine PSA. Wie ich sonst arbeite, könnt ihr prima auch auf YouTube und Instagram, wo wir euch live mitnehmen, sehen. Wir tragen immer alle die notwendige PSA, die wir brauchen. Ne, sowas gibt es bei uns nicht, das ist unsere Firma für bekannt. Es wird nie jemanden geben, der ohne Helm oder ohne Schnittschutzhose eine Kettensäge bedient. Das gibt es einfach nicht. Also finde ich diese Aussage ebenfalls total lächerlich. Immer diese, ah, wo ist die PSA? Es ist ein Shooting, ja. Zum Zweiten kamen natürlich viele Kommentare oder einige Kommentare, ich habe es ja gestern auch gepostet, die dann billig dazu sagten. Ein Kommentar war, spart euch die Kosten für den Druck, außer ihr wollt den Kalender für Promotion nutzen. Ich will gar nicht darauf hinaus, dass mich sowas eventuell sogar kränken könnte, darum geht es mir gar nicht, aber ich finde solche Kommentare unnötig. Kehrt vor der eigenen Haustür, kümmert euch um euren eigenen Kram. Und ja, ne? Natürlich nutzen wir den Kalender zu Werbezwecken, wir verschenken den viel, viele Kunden kriegen den geschenkt, unsere Geschäftspartner kriegen den geschenkt. Und ich muss sagen, ein Großteil
findet diese Idee total toll. Und da der Kalender überhaupt nicht viel zu freizügig ist und ich da halbnackt oder nackt zu sehen bin, ist das völlig, gerade zu heutigen Zeiten, das ist das, was mich so stört, völlig in Ordnung. Natürlich sind wir anders auf unsere Art und Weise. Gerade hier in Ostfriesland wird man da auch manchmal anders beäugt. Aber ich finde, dass man, ich finde solche Aussagen einfach lächerlich. Zum Zweiten kam dann, glaube ich, noch der Kommentar, er würde das nur verstehen, wenn wir so einen Kalender drucken und vertreiben, wenn die Einnahmen dadurch gespendet werden. Da möchte ich auch gerne mal drauf eingehen. Und zwar folgendes, ihr kennt den Preis des Kalenders, der liegt irgendwie immer um 15 Euro. Der Versand kostet nochmal 5 Euro, es liegt aber daran, dass der im großen Format versendet wird und nicht eingerollt wird, deswegen ist das leider so teuer, der Versand. An dem Kalender haben wir letztes Jahr tatsächlich ein absolutes Minusgeschäft gemacht. Das war auch der Grund, warum wir überlegt haben, überhaupt noch einen zu machen. Wir machen das aber gerne, weil uns das Spaß macht. Wir verschenken das gerne. Wir haben oft gesehen, dass das echt gut ankommt. Und wir wollen uns halt von der Masse abheben, das wisst ihr ja. Wir sind auch natürlich dankbar dafür, dass ein wirklich nicht unerheblicher Teil auch wirklich verkauft wurde. Aber dieser Teil hat definitiv nicht mal die Kosten des gesamten Erstellens vom Kalender gedeckt. Ich will nicht jammern, aber ich möchte mir sowas nicht nachsagen lassen. Zum Zweiten wissen das eigentlich auch alle oder viele oder es kriegen viele mit, gerade hier im Ort weiß man das, dass wir uns wirklich sehr, sehr viel gemeinnützig engagieren. Wir spenden immer wieder Geld für die Feuerwehren, machen Aktionen mit, fahren bei Volksfesten hier im Ort mit der Arbeitsbühne und also, dass wir die Kinder mit hoch und runter nehmen und so weiter. Also wir engagieren uns echt so viel wir können. Vor kurzem haben wir mit dem Philipp Terfehn, hallo, ich glaube, du siehst das Video, der hat einen Teil des Jakobsweges, ist der gelaufen und hat dafür Spenden gesammelt. Auch da haben wir uns beteiligt, weil ich die Aktion echt immer noch klasse finde, kriege immer noch Gänsehaut, ist wirklich Wahnsinn. Und nein, das machen wir nicht zu Werbezwecken, das machen wir wirklich gerne. Diese Weihnachtsaktion, die wir jedes Jahr machen, viele haben das gehört, aber da gibt es überhaupt keine großen Diskussionen drüber. Das machen wir gerne. Und jedes Jahr wieder versuchen wir uns da weiter zu engagieren und die viele Kinderheime und Institutionen wissen auch schon Bescheid. Die sind da schon gewohnt, dass wir die Weihnachtsbäume zum Beispiel rumbringen. Also bitte nicht so einen Käse erzählen. Wir müssen uns oder wir sollten uns mehr gemeinnützig engagieren oder wenn wir solche Sachen machen, die Einnahmen spenden. Wir spenden echt extrem viel. Und was mir noch viel wichtiger ist, wir werden durch unseren Shop und durch YouTube nicht reich. Wie ihr alle wisst, reichen, die können wir nicht mal kostendeckend, wenn man da meinen Stundenlohn, für das Filmen, was Arna größtenteils ja macht oder was wir gemeinsam machen, plus die Schnittzeit und die Zeit, die ich hier sitze, mal rechnen würde. Also ich kann das gerne mal machen, dass ich meinen Stundenlohn dann ausrechne oder unseren Stundenlohn, aber nein, das machen wir definitiv nicht wegen des Geldes. Wir machen das, weil das als Hobby anfing und weil uns das Spaß macht und weil wir auch so viele positive Resonanz bekommen. Das ist genauso mit den T-Shirts und dem Merchandise, den wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Auch da verdienen wir uns keine goldene Nase. Was glaubt ihr, warum wir eine Vorbestellungsaktion machen? Weil wir uns das gar nicht leisten können, im Vorfeld so eine große Bestellung zu machen, in blauen Dunst, weil wir nicht wissen, wie viele Bestellungen kommen. Dadurch werden keine Reichtümer angehäuft. Das ist alles für uns Hobby, Werbung, natürlich sind die Videos, wenn wir ein Baumvideo produzieren, natürlich auch super Werbung. Das hören wir auch von unseren Kunden immer mehr, dass die Leute sagen, das ist echt cool, dass man sehen kann, wie ihr arbeitet. Ne? Man ist ja quasi live dabei. Aber es ist definitiv nicht der Grund, dass wir damit reich werden wollen. Ich bin nicht Bibi, ich zeige euch nicht, wie die neue Schminkpalette aussieht oder was auch immer sie da alles verzapft. Nein. Ne, sind wir weit von weg und ich mag es einfach nicht, wenn Leute Dinge in die Welt setzen oder eben uns anfahren. Ich sag nicht, dass mein Content gemocht werden muss, auch bei Instagram nicht oder bei YouTube. Oder auch wenn der Post, das Arne gestern gemacht hat mit den Fotos, die ihr auch gesehen habt bei Instagram bei mir. Wenn einem das nicht gefällt, ist das okay. Konstruktive Kritik ist völlig in Ordnung. Aber man muss nicht frech sein. Und gerade von Frauen
habe ich so ein Verhalten echt nicht erwartet und es wundert mich echt, dass man so drauf ist. Ich finde es immer eigentlich schön, wenn Frauen sich wohlfühlen in ihrer Haut, egal welche Statur oder was auch immer oder welches Aussehen und zeigen, was sie haben und sich wohlfühlen. Da muss niemand diskriminierend sein und frech werden. Ne? Also, das wollte ich mal gesagt haben. Das habe ich auch schon wieder 10 Minuten gesprochen. Jetzt weiß ich, wie Arne sich fühlt. Wenn man anfängt, dann kann man nicht aufhören. Hätte ich das gestern Abend gedreht, hätte ich mich noch viel mehr aufgeregt. Also ich war gestern Abend ziemlich sauer und erschrocken darüber, was für eine Resonanz man da manchmal kriegt. Aber naja. Ich wollte das aber eben einmal sagen. Wenn euch der Content nicht gefällt oder wem der Content nicht gefällt, bitte abschalten. Aber bitte nervt uns nicht mit unkonstruktiver Kritik und nicht einfach frech irgendwelche Worte in den Raum werfen. Das ist nicht schön. Dankeschön. Ach ja, und noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr mich verfolgen wollt, also was speziell ich mache, dann könnt ihr mir auf Instagram folgen. Und zwar müsst ihr da einfach Baumpflege Mertens oder Tina Mertens eingeben. Das bin wirklich nur ich. Da nehme ich jeden Tag euch mit oder versuche es jeden Tag zu schaffen in der Story oder halt im Feed. Da seht ihr wirklich tatsächlich, was ich den ganzen Tag mache und könnt mich begleiten. Also Instagram mache ich. Bei Facebook findet ihr Arne, auch wenn wir da Tina Arne Mertens heißen. Das macht alles Arne. Instagram mache ich. Ja, und YouTube, wie immer gehabt, wir gemeinsam. Danke. Shooting für den nächsten Kalender. Ihr wolltet ja mal ein Making-of-Video haben. So viel Arbeit ist das. Man muss 1000 Sachen packen, man muss mehrere Kameras positionieren. Ganz viele Sachen anziehen. Ganz viele Sachen an- und ausziehen. Ganz viele verschiedene Bilder durchprobieren. Ja. I'm broken to pieces. There's no one can erase. Stuck inside your frame. You know that's why I don't behave the same. Whenever you are here, I see clear, shed a tear. Don't know if I can pretend. Post bekommen. Der Form nach zu urteilen, Alter, mein Anzug sagt langsam, aber der ist ja auch schon ewig alt. Der Form nach zu urteilen, würde ich ja sagen, das ist ein Baustellenschild. Geiles Tape, grün, Panzertape.
Alexander. Alexander hat das Paket geschickt. Das ist aber, das ist zu dick. Das müssten mehr sein. Oder das Pappe oder so noch hinzu. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe übrigens noch einen ganz lieben Brief gekriegt. 4 oder sogar 5 Seiten lang, handgeschrieben. Da werde ich natürlich auch noch drauf antworten, wenn das bis jetzt noch nicht geschehen ist, also bis zur Veröffentlichung dieses Videos. Ja, komm hoch. Ja, du hast was in der Nase. Du bist im Spinnennetz gewesen. Spinnennetz. Ja, die fressen so klein wie Boxer wie dich glatt auf. Komm hoch. Hep. Ja, siehst du. Also sollte ich da noch nicht drauf geantwortet haben auf den Brief, das tue ich noch. Natürlich auch handgeschrieben. Ich weiß, immer vom Körper weg. Ach, scheiß drauf. So. Aha, da ist ein Brief drauf. Da ist ein Brief drauf. Wie geil ist das denn? Was steht denn da? Ah, das ist cool. Das ist richtig, richtig geil. Sowas finde ich original. Sowas ist ein Original. Hi Tina und Arne, ich habe da mal was für euch gemacht. Ich hoffe, euch gefällt es. Als Dankeschön für eure tollen Videos. Macht weiter so. Viele Grüße aus Regnitz-Loser. Losau. Losau. Ich hoffe, ich habe das richtig. Also. Das ist einmal die Adresse. Sorry, dass ich den Namen nicht ver. Oh, nicht ver. Yo, selbst gebaut. Achtung, Arne ist los. Das ist so quasi wie Wildwechsel, nur schlimmer. Geiles Schild. Wo packe ich das denn hin, Mensch? Das soll man ja auch sehen. Das müssen wir irgendwo aufhängen. Das ist der Hammer. Geil. Yo, cool. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist mal was richtig Originelles. Auch selbst gemacht. Finde ich cool. Finde ich Hammer. Und die Bruchstufe stimmt sogar. Mega. Da weiß einer, was er tut. Mega, wirklich mega. Vielen lieben Dank. Das ist geil. Das müssen wir irgendwo hier aufhängen. Ja. Wie machen wir? Wo hänge ich das denn hin? Scheiße, da muss ich eine gute Stelle für finden. Und dann gucken wir noch eben. Zeigen wir euch dann. Mega, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, auch der handgeschriebene Brief. Vielen, vielen lieben Dank. Kommt auf jeden Fall eine Antwort von mir. Bitte nicht böse sein, wenn es 1-2 Tage dauert. Mega. Danke. Ich habe echt die geilsten Subscriber der Welt. Immer. Ihr habt immer so tolle Sachen für mich. Egal ob Briefe, E-Mails, handgebastelte Sachen, selbstgemachtes Essen, Kettensägen. Ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht von euch bekommen habe. Hammer. Mega. Vielen lieben Dank. Vergesst nicht, 15% Rabatt noch auf die Echo-Sägen. Die sowieso schon reduziert sind, sodass wir auf 20, fast 25% kommen. Kommentieren, Daumen hoch, abonnieren. Es geht auf jeden Fall geil weiter auf dem Kanal hier. Hammer! Moin moin! Ganz schnell noch ein Paket auspacken vom Thomas H. Nenne ich ihn mal aus Diskretionsgründen. Ich hoffe, dass euch das Shooting vom Kalender gefallen hat. So, hier ist der Brief. Hier ist der Brief. Brief ist immer wichtig. Oh, ich habe den angeritzt. Das war wahrscheinlich doof. Hallo Arno, hallo Tina und ihr zwei Vierbeiner. Jo, schöne Grüße also auch an Quie und Tyson. Finde ich cool. Ich mag eure Filme und die Art, wie ihr lebt und arbeitet. Cool, Dankeschön. Eure beiden Hunde sollen auch mal etwas bekommen. Das finde ich geil, ja. Finde ich cool, dass einer auch mal an Queenie und Tyson denkt. Nicht nur ihr Fleisch und Marmelade und Messer. Abo für euch gibt es auch was. Gruß Thomas. E-Mail-Adresse ist dabei. Cool, vielen lieben Dank. Oh, Hammer. Da freuen sich aber zwei, glaube ich. Knochen zum Abklubeln. Cool, das mögen die wirklich sehr, sehr gerne. Noch mehr Knochen. Noch mehr Knochen. Ja, das ist schon die richtige Größe für zwei so eine
Kraftprotze wie Queenie und Tyson. So normale Tennisbälle, die sind zu klein. Die kriegen die komplett in den Mund. Und wenn die komplett in den Mund kriegen, dann beißt der Boxer einmal zu und dann hast du deinen Tennisball gehabt. Also der hier, der ist schön groß. Den kriegen die, da können die nicht so viel Kraft drauf, Beißkraft drauf ausüben. Den sollten also etwas länger halten. Obwohl, die lustigste Geschichte ist, glaube ich, wo Tyson ein Schubkarrenrad von Opa, also von Kuno, kaputt gebissen hat. Und zwar ist Kuno immer, Tyson lag auf dem Rasen und Kuno ist immer mit der Schubkarre an ihm vorbeigegangen. Und irgendwann war Tyson da so von genervt, als Opa dann die Schubkarre hingestellt hat, ist Tyson hingegangen, hat ja Schubkarrenrad kaputt gebissen. Da war die Schubkarre ja platt, da konnte Opa nicht mehr mit der Schubkarre an ihm vorbeilaufen. Vorsichtig öffnen, Kettensäge für Brötchen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, das wird ein Messer sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das so gut verpackt ist, dass man sich da nicht dran verletzen kann, soll. Und aufgrund des Hinweises auf dem Karton, jetzt bin ich echt mal gespannt. Messer kann man nie genug haben. Und da viele den Kanal noch nicht so lange abonnieren, sage ich auch gerne nochmal den Lieblingsspruch von Kuno. Jung Mann ohne Mest in Büß ist net as ohne Klöten in Hauerhus gong. Wobei wir mal gucken müssen, wie lange wir noch Messer in der Öffentlichkeit tragen dürfen. Es passieren ja leider doch mittlerweile sehr, sehr viele Zwischenfälle. Oh, ich bin gespannt. Jawohl! Jawohl! Oh, sind diese scharfen Dings. Richtig schöne, scharfe Brötchenmesser. Mhm. Und die sind deswegen so schön breit, da kann man dann auch schön die Butter dann mitschmieren. Also, die sind echt geil. Ich kenne die von meinen Großeltern, die haben die auch gehabt. Vielen, vielen lieben Dank. Super Paket. Das können die Hunde natürlich nicht alles auf einmal haben, dann platzen die. Aber wir werden das nach und nach an die Hunde verfüttern und natürlich werden wir das dann auch auf dem Video festhalten, wie viel Spaß die dann auch mit den Knochen haben. So, abonnieren nicht vergessen, Leute, Glocke klicken nicht vergessen, natürlich auch die Glocke klicken, wo ihr dann auch alarmiert werdet und nicht die Glocke, die euch uns dann ignoriert. Es gibt da ja jetzt verschiedene Einstellungen. Also Glocke klicken, abonnieren, Daumen hoch und ich freue mich aufs nächste Video und wünsche euch viel Spaß und einen schönen Sonntag.